city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Daily. Ja, ich habe heute mal Angelikas Stift in der Hand. Ja, es ist ein Stift. Und ich muss Kärtchen schreiben für die ganzen Bestellungen, die wir gewickelt haben. Und ja, deswegen habe ich es mir mit einer kleinen Tasse Kaffee, Achtung, in dieser schönen Tasse, komme was wolle, gemütlich gemacht und dann werden wir hier ein bisschen Kärtchen schreiben. Ja, dafür kann ich euch runterstellen. Diesmal blende ich ja nicht mein Telefon mit einer Adresse oder irgendwas ein. Diesmal lasse ich einfach einen Film laufen oder irgendein Video. Wir gucken mal. Und dann gehen wir nachher noch in die Werkstatt und verpacken ein bisschen. Noch ein Vorwort zu dem, was ihr am Anfang des Videos gesehen habt. Wir waren ein bisschen an der Elbe. Das ist bei uns der Herrenkrugpark. Ich weiß nicht, wenn ihr euch in Magdeburg auskennt. Hier gibt es ja das Herrenkrug-Hotel und da führt eine Fußgängerbrücke drüber. Ja, und da waren wir gestern schön ein bisschen Kaffee trinken, häkeln und für euch ein paar Aufnahmen machen. Ich liebe es, in der Natur zu sein und im Harz waren wir nicht oft genug in der Natur, aber es war eben so, wir hatten halt auch Besuch und dann ist es immer mal ein bisschen schwierig, aber mir fehlt es, ich möchte gerne mehr raus, mehr in die Natur und deswegen hoffe ich, dass wir jeden Samstag jetzt irgendwie mal eine kleine Tour machen, dass wir mal in der Natur sind. Okay, ich mache hier ein bisschen was an. Ich stelle die Kamera runter, dass ihr mir zugucken könnt oder wie auch immer. Ein bisschen Musik laufen lassen. Ja, so in der Art hatte ich das jetzt gedacht.
Hey meine Lieben, so, wir sind fertig mit Schreiben. Ich habe mir gedacht, weil meine Männer gestern fleißig mitgewickelt haben, teilen wir das Ganze ein bisschen. Ein Teil seht ihr heute, ein Teil seht ihr den Morgen. Und ja, wundert euch bitte nicht, dass morgen ich dieselben Klamotten trage. Ich sag's jetzt schon. Es ist nämlich derselbe Tag. Ich nehme heute quasi fast zwei Dailies auf, weil ich keine Lust hatte, gestern nochmal die Kamera anzuhören. Ja, okay. Wir fangen an mit Julia. Auch noch die Maschen markiere. Noch habe ich die. Wie gesagt, ich werde davon auch wieder welche nachordern. Es wird auch die normalen Maschenmarkierer noch geben, weil ich einfach mit der Produktion noch nicht so zufrieden bin und auch noch nicht so hinterherkomme. Und weil mir ja auch noch ein paar Materialien dafür fehlen. Ich kann euch mal zeigen, was ich bis jetzt so fertig habe. Also Fimo habe ich jetzt das Blech noch nicht voll und deswegen ist es noch nicht gebacken. Das wäre das dritte Blech. Wie gesagt, das erste habe ich anbrennen lassen. Blöd. Das zweite war leider nicht lang genug im Ofen. Auch blöd. Und das dritte ist jetzt noch nicht voll. Okay, ich bin halt am Üben. Aber die Harz-Maschenmarkierer, die sehen jetzt so aus. Und das sind jetzt die schönsten, die ich mir rausgesucht habe, die mir gefallen, die ich euch damit dranhänge. Ja, wenn man jetzt die Männer fragt oder irgendwen anders, sagen immer alle, ja, nicht geil, aber ich finde es cool, es ist handgemacht und es ist was Persönliches von mir für euch als Dankeschön. Und ob ihr die denn benutzt hinterher oder ihr macht irgendwas anderes damit, das ist mir doch eigentlich völlig egal. Genau, so, das sind die Förmchen, die ich jetzt schon mal hatte. Also ich liebe ja den Stitch, ne? Davon habe ich jetzt bloß zwei Formen. Das heißt, ich kann nur mal bloß zwei und dann brauchen die zwei Tage zum Trocknen. Und dann kann ich halt nicht gießen. Und die Katze muss leider durch die Küche klettern. Und wenn der immer ganz oben auf der Küche ist, dann jammert er immer so. Als ob wir was dafür könnten, dass er da die Küche hochklettert. Auf jeden Fall, den Handschuh finde ich auch mega. Ja, das sind die Maschenmarkierer, die ich bis jetzt habe. Ich werde noch ein bisschen sammeln. Ich weiß noch nicht, wann ich anfange, die zu verteilen. Und ich weiß nicht, wenn man nicht auf den Schrank kommt, sollte man es vielleicht lassen, oder? Komm mal raus. Geh mal raus, bitte. Ja. Werf's ein bisschen, bevor du mir die Blumen da runterholst. So. Oh. Ja, also ich nehme jetzt erstmal die anderen Maschenmarkierer. Wie gesagt, ich bestelle jetzt immer Metallmaschenmarkierer irgendwie nach. Metall sind ja die hier, ja, die hier zum Beispiel, ne? Weil die kann ich nicht selber machen. Die finde ich ultra süß, da werde ich nicht drauf verzichten. Da werde ich immer mal ein paar nachbestellen, damit ich die habe. Wünschen Maschenmarkierer ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn ihr diese Videos seht, sind schon 14 Tage rum und meistens sind diese Maschenmarkierer dann auch nicht mehr verfügbar. So, Julia. Julia hat sich gewünscht, dass ich ihr einmal Kirschblüte meliert in vierfach 500 Meter wickle. Ihr wisst, meliert könnt ihr euch die Lauflänge aussuchen, bei den anderen Bobbeln funktioniert das nicht. Bei Farbverläufen könnt ihr euch bei mir nicht die Lauflänge aussuchen. Und ich sage es immer gerne wieder, damit habe ich kein Problem. Ich habe meine eigenen Rezepte und meine eigene Wickeltechnik und deswegen könnt ihr nur so, wie es verfügbar ist, euch Bobbeln aussuchen. Ihr könnt gerne fragen, ob ich eine Bobbel auch umwickeln kann, aber diese Bobbeln werden nicht identisch. Ja, also ich sage es so, wie es ist. Wenn ihr einen Dreifach-Bobbel gerne in Vierfach haben wollt, kann ich das gerne für euch probieren. Aber er wird nicht so wie der Vierfach-Bobbel. Es ist ein komplett neuer Bobbel bei mir. Ja. Die Kirschblüte. So, dann haben wir hier 1000 Meter Vierfach. Das ist Katis neuer Seelenwärmer. Was hatte ich jetzt da dran gemacht? Den da. Dann machen wir so einen noch da dran. Und hier. Ich weiß gar nicht,
sieht dann so hier aus. Den kennt ihr schon, den habe ich schon ein paar Mal in die Kamera gezeigt. Irgendwo hatte ich eine Kiste. Achso, ja, hier ist schon mal eine vorbereitete Kiste, mehr oder weniger. Das war eine Kiste, die ich wieder aufgemacht habe, weil die Kundin sich noch andere Bobbeln ausgesucht hat und dann wird das zu klein. Also das passiert mir relativ häufig, dass ich Sachen schon fertig habe, fertig verpackt und versandmäßig steht es manchmal immer noch mal so 2 Tage hier rum, ehe es rausgeht, und in diesen 2 Tagen kann es immer mal passieren, dass ihr nachbestellt. Dann reiße ich aber eure Bobbelkiste wieder auf, wenn sie noch bei mir ist. Ne, ihr kriegt eine Versandbestätigung von Etsy und wenn ihr diese nicht habt, dann steht diese Kiste noch bei mir und dann reiße ich die wieder auf, aber ihr wandert wieder nach hinten. Ne? Das heißt, nicht eure älteste Bestellung, also ich sag mal, ihr habt am 3. bestellt und euch fällt auf, ihr wollt am 7. noch was bestellen, dann zählt die am 7. die Bestellung und nicht die am 3. das Lieferdatum. Ne? Ja, das Lieferdatum ist bei mir ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es machen kann, ein Lieferdatum zu machen, was uns allen gerecht wird, weil ich brauche diese Zeit. Ich weiß nicht, ob ich manchmal in 3 Wochen schon fertig bin oder nicht. Meistens bin ich in 3 Wochen fertig. Aber je nach Bestellauftrag kann das auch mal sein, dass ich es nicht schaffe. Und deswegen brauche ich diese 3 Wochen, damit ihr das denn auch euch berechnen könnt. Ja, in 3 Wochen spätestens ist die Bestellung da. Je nachdem, was ihr bestellt habt, ihr könnt auch schreiben, du Katrin, ich bin gerade im Urlaub. Kannst du das Paket auch dann und dann erst losschicken? Ist auch kein Problem. Müsst ihr mir vorher schreiben, dann weiß ich das und dann mache ich das fertig. Ja, das Kärtchen natürlich noch für Julia. So, was haben wir als nächstes? Haben wir eine 2. Ich muss mal überall greifen. Hauptsache, ich denke dran, das aufzuteilen. Nochmal über euch. Hallo. Ja. Als nächstes gibt es ein meliertes Garn. 2 x 1000 Meter. Das ist Knuddel. Meliert. Und 2 x 1000 Meter. Da ich vierfach nur in 1000 Meter wickeln kann, gibt es da 2 Knäule. Ja. Ich denke mal, das ist kein Beinbruch. Bei anderen Firmen kriegt ihr auch bloß Knäule in gewissen Lauflängen. Ich weiß, dass andere Bobbelwickler größere Knäule anbieten können und größere Lauflängen, aber das sind dann auch andere Maschinen. Das müsst ihr immer bedenken. Ich wickle nun wirklich zu 100% per Hand und deswegen. Achso, da fehlt nochmal schon Markierer. Und deswegen ist das bei mir so ein bisschen schwierig. Ja, diese. Ich habe mir schon ganz viele Geräte deswegen kaputt gemacht, weil ich dann doch die Lauflänge nicht beachtet habe und doch mehr gemacht habe. Und ich glaube, es ist auch kein Problem, wenn ihr euch so einen Wickler kauft und ihr für euch mal 1500 Meter vierfach wickelt. Das ist kein Problem. Wenn das natürlich so wie ich das mache in Produktion. Und ich weiß, ich nicht 3-mal am Tag 1500 Meter vierfach wickle, das macht die Wickler kaputt. Das ist tatsächlich so. Ne? Also, die sind dafür nicht ausgelegt. So, die Bestellung geht an den lieben Stefan. Ich wünsche ganz viel Spaß mit deiner Bestellung. Und ja, natürlich noch eine Kerze und Tee. Ja, und dann geht die raus. So, was habe ich als nächstes? 3. Das heißt, wir brauchen eine große Kiste. Einmal Kisten aufbrauchen. So, da haben wir die Kirschblüte und das ist die Bestellung hier. So, das ist für die liebe Christine. Und Christine hat sich gewünscht, Kirschblüte meliert, 1000 Meter. Das ist Kirschblüte meliert Nummer 3. Ich
weiß gar nicht, ob es 4 verschiedene gibt, aber es gibt ein paar verschiedene. So sieht sie aus. Kirschblüte, Außenblume. So, dann haben wir nochmal Knuddel. Habe ich euch eben schon gezeigt. Auch meliert. 1000 Meter. Nochmal dasselbe. Da haben sich die Männer gefreut, dass sie dreimal dasselbe wickeln konnten. Dann musst du nämlich die Farben nicht abbauen. Dann kannst du gleich hintereinander wegwickeln. Und der sieht so aus. Wie gesagt, den kennt ihr ja. Ja. Und dann gibt es noch das helle Drachenei, das ist ein Dreifachgarn mit 1400 Metern. Ja, dreifach, ne? Hatte ich ja gesagt. Und das sieht, wartet. Das sieht so hier aus. Das erinnert mich irgendwie an Eis. Ich weiß auch nicht. So. Nochmal drauf gucken. Das ist die Bestellung für Christine. Da gibt es noch Tee. Der Tee mag nicht stehen bleiben. Okay. Dreimal Tee. Und eine Kerze. Ja, eine Bestellung machen wir noch und dann sehen wir uns morgen. Rechne klein. Ich habe keinen Platz. Also, hier haben wir eine kleine Bestellung. Ist das auch die richtige? Ja, für die Sabine. Sabine hat 2 Bestellungen abgegeben, das heißt, sie kriegt einmal Versand zurück. Das mache ich aber erst immer, Leute, wenn die Bestellung in den Versand rausgeht, weil sonst komme ich durcheinander. Ja, und Etsy ist ein bisschen gemein. Die kreiden mir das natürlich auch an, dass ich Porto zurücküberweise. Ist natürlich, kostet auch Geld, ne? Weil das ist eine Wicklung, also ein Arbeitsschritt für die und dann kostet das auch Geld. Das ist ganz, aber das ist, da braucht man nicht drüber reden, das ist ein paar Cent, ne? Sollen sie haben, dafür nehmen sie mir ganz viel Arbeit ab, keine Frage. Durcheinander, Versand. Also, ja, man kann so Sterne sammeln, ne? Für besonders tolle Verkäufer, keine Ahnung, ne? Dass du eben ein besonders cooler Verkäufer bist, indem du Sachen rechtzeitig mit Tracking-Nummer verschickst. Ne, das schaffe ich nicht. Ich krieg's nicht hin. Es kriegt jeder seine Tracking-Nummer. Ich bin immer überpünktlich und ich komme da nicht drüber. Und ich nehme jetzt mal stark an, also wir gehen davon aus, dass es eben damit zu tun hat, dass wir Pakete zusammenlegen, ihr Porto da zurückkriegt und also Versand, ne, zurückkriegt und dass das irgendwie damit zusammenhängt, weil ich komme über die 95 nicht drüber weg und du brauchst irgendwie 98. Oder waren es 95 und ich habe 93, irgendwas sowas. Ich komme über diese Prozentzahl, ich krieg diesen Stern nicht, ne? Ich verstehe es nicht. Mittlerweile ist es mir egal. Übrigens, wenn ihr auch was abholt, ihr könnt ja bei mir auch was abholen, kreiden die mir das auch an, weil du diesen Versand, weil du nicht abholen eingeben kannst da, das fehlt. Die wollen trotzdem eine Tracking-Nummer. Und soll ich mir jetzt eine Nummer ausdenken oder wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Ja, also ihr könnt ja bei mir schreiben, ihr macht eine Bestellung fertig und dann schreibt ihr mir, würde ich gerne abholen. Und dann schreibe ich euch, sobald eure Bestellung fertig ist, du, deine Bestellung ist fertig, wann und wie wollen wir uns treffen oder wann willst du da sein? Ich meine, ich bin ja relativ oft zu Hause. Ja, und da ist vieles möglich, da können wir uns treffen und ihr könnt schnell die Pakete abholen. Mit hoch in die Wohnung geht es natürlich nicht, ist
glaube ich, so ein bisschen verständlich. Ich weiß nicht, ob es für euch verständlich ist, aber für mich ist das so ein bisschen... Das hier ist mein Reich, meine Werkstatt. Hier herrscht Unordnung. Und ich möchte das persönlich nicht, dass hier Leute mit oben sind. Ne? Also wir treffen uns dann unten an der Tür und dann könnt ihr euer Paket auch abholen. Kein Problem. Schreibt es mir vorher, damit ich es weiß. Ansonsten geht auch gerne mal ein Paket hier aus Magdeburg in den Versand, ohne dass ich es so wirklich mitgekriegt habe. Ich denke, denn beim Versand sehe ich zwar Magdeburg, aber wenn nichts dabei steht, denke ich, dass das für euch okay ist, wenn ich es verschicke. Schreibt es mir einfach. Gut, Sabine. Sabine hat also zwei Bestellungen abgegeben, packe ich natürlich zusammen. Und das heißt für sie, sie kriegt einmal Versand zurück, weil immerhin sind das ja 7 Euro, ne? Und drunter gehe ich nicht, es wird nur versichert verschickt. Und ich habe mal geguckt, wenn man die Pakete nach Gewicht so ein bisschen nach unten ordnen möchte, weil bloß eine Bobbel bestellt wurde, ist sie gleich nicht mehr versichert. Kostet auch 5,49 €, ist dann aber nicht versichert. Und ich möchte gerne das Ding versichert haben. Okay, Steffis Einhorn hat sich die Sabine gewünscht. Ist ein 5-Fach-Garn und sie wollte 2x300 m. Ich glaube, der hier ist sogar schon drin, dass ihr euch die Meteranzahl aussuchen könnt. Ich weiß jetzt nicht, warum sie 2x300 m genommen hat. Ich habe es für dich fertig gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, du freust dich auf jeden Fall. Steffis Einhorn, meliert 500, 300 Meter, 5-fach. So, nicht 500 Meter, 3-fach. Guten Morgen. Könnte mir irgendwer folgen? Okay, also zweimal. Das heißt, warte, ich mache hier noch einen fertig, damit ihr seht, dass es auch zwei sind. Tada! Zwei. Und dann gab es noch einen Verlauf dazu, und zwar der Weihnachtsbaum. Ihr könnt diese ganzen Special-Bobble, die ich für bestimmte Feiertage gemacht habe, natürlich jede Zeit in meinem Shop kaufen, solange sie drin sind. Wenn sie nicht gekauft werden oder ich daraus keine Anleitung habe, sprich von mir oder von anderen Designern, dann verschwinden die immer mal. Weil ich Platz brauche für Neues. Ich wickle gerne neue Sachen. Ja, also der Weihnachtsbaum, der ist noch verfügbar. Der sieht so aus. Und ja, das soll halt ein Weihnachtsbaum sein mit einer Lichterkette, also mit so einer warmen Lichterkette. Und deswegen sieht der so aus, wie er aussieht. Ja, und der geht jetzt raus. 1000 Meter, 4-fach. Für die Sabine. Ich hoffe, du freust dich. Auch da gibt es noch Tee und die Kerze. Und dann kann das geschlossen werden. So, was wir noch gewickelt haben, zeige ich euch morgen. Für heute beende ich das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Däumchen, Kommentare und Abos da lasst. Und wenn ihr mir schreibt, ob ihr mein Timmy-Fan-T-Shirt auch so cool findet wie ich. Nein, wann wird's, ne? Also Leute, bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.